Ja, die große Pokalbühne, die ist Geschichte. Ab heute ist wieder Liga-Alltag angesagt für den Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Und der ist dramatisch, so Trainer Milan Čačić in Anbetracht der Verletzungssorgen. Saarbrücken hat es im schweren Abstiegskampf ganz schön übel erwischt. Vor allem, weil Stürmer Marcel Ziemer mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Er, der mit seinem Treffer gegen Leipzig sogar für das Tor des Monats nominiert ist. Und auch im Pokalspiel gegen Dortmund hatte Ziemer die Chance zum Ausgleich für den FCS. Aber nicht nur er ist angeschlagen. Insgesamt haben 10 Spieler mit Verletzungen zu kämpfen. Das ist sie, die Liste derer, die Trainer Milan Čačić so viel Sorge bereitet. Bleibt heute für das Spiel in Erfurt nur eine Frage. Und die geht an den Reporter Frank Grundtefer. Wer kann denn heute überhaupt spielen? Na, zumindest bei Nils Fischer und Kim Falkenberg gibt es da eine Entwarnung. Der 1. FC verletzt Saarbrücken, muss aber trotzdem auf Ziemer, Elgert und Deville verzichten. 150 FCS-Fans sind mitgereist und die Frage, ja, was hat sich Milan Čačić ausgedacht, um trotzdem eine funktionierende Mannschaft auf den Rasen zu schicken? Also unter anderem spielt Hoffmann ganz vorne, unterstützt von Vito Pluth. Also die Stürmerpositionen sind vergeben. Dann die 4. Minute rein ins Spiel. Saarbrücken von rechts nach links mit Götscher. Dann Imbert und Falkenberg. Und dann ist da Hoffmann vor Wiegel 0-1. Und das nennt man perfekter Start. 5. Saisontreffer für Philipp Hoffmann. Schöner Spielzug. Scharf gibt Falkenberg den Ball rein. Und Philipp Hoffmann, das ist der Shootingstar beim FC, aus der Jugend gekommen. Er hat sich etabliert. So, das ist doch schon mal ein kleines Polster für den 1. FC Saarbrücken. Dann Timo Ochs. Ja, zu einfach kann Erfurt den Ball hier gewinnen. Knipping. Nicht ganz sicher. Engelhardt und Ochs hält das Ding, der Saarbrücker Schlussmann. Ja, der ist die Lebensversicherung seines Clubs. Marco Engelhardt macht das gut, aber Ochs ist noch besser. 13. Minute, erste gefährliche Aktion der Roten. Und draußen an der Seitenlinie Erfurts Trainer Kogler, der schaut zwar kritisch, aber seine Mannschaft wird besser. Engelhardt. Zichos. Achtung, Glück für den FC in dieser Szene. Da stehen sie, zu offen einfach. Engelhardt da flanken und dann der kleine Forkel gegen zwei. Da muss Saarbrücken achtsamer sein. Und Erfurt meldet sich nochmal. 19 Minuten vergangen. Wieder Zichos. Ochs. Und jetzt heißt es, sich schnell wieder formieren. Pfingsten, Reddich und immer wieder Ochs und dann Fischer, passt auf, gegen Zichos. Mann, heiße Nummer im 16er des FC. Ochs und Fischer verdienen sich Komplimente. Erfurt drückt jetzt mächtig, der FC in der Verteidigungshaltung, war aber doch klar, dass sich das Spiel so entwickeln wird nach der Führung der Saarbrücker. Milan Čačić mit ruhiger Kommandoarbeit. Dann Korte. Hoffmann. Und Götscher. Das ist die Antwort des FCS. 20. Minute, Götscher scheitert an Klevin. Aber so hält man den Gegner vom eigenen Tor weg, indem man selbst nach vorne spielt. Und ruppiger wird es von Minute zu Minute. Marquet sieht gelb und wir sehen warum. Sein Foul gegen Öztürk. Marquet wird allerdings auch ständig provoziert. Und dann die Sicherheitsmaßnahme. Stegerer für Marquet, sonst hätte er sich bald gelb-rot eingefangen. Čačić weiß, ich muss meinen Mann jetzt schützen. Wir brauchen den Franzosen. Dann Fehler, Falkenberg. Wiegel. Ochs, wieder überragend. Öztürk. Bitter. Bitter für Erfurt. Ja, wenn ich Ochs in die Bälle fliegt, dann scheitern sie an Latte und Pfosten.
Aber hier muss jetzt einfach eine Floskel her. Glück hat nur der tüchtige Saarbrücken verteidigt tüchtig. Kurz vor der Halbzeit dann Engelhardt gegen Stegerer. Der Erfurter mit deftigem Tritt von hinten. Das ist rot für mich und hören Sie Milan Šašić. Du sollst dich schämen, ein Rudel zur Halbzeit. Viele Nicklichkeiten mittendrin, Marquet. Saarbrücken führt 1-0. Zweite Halbzeit, Forkel. Engelhardt dazwischen und gefühlvoll auf Wiegel. Wiegel, aber Sie sehen selbst, Ochs ist unüberwindbar. Öztürk dann zu schlampig. Aber was ist besser als die Note 1? Gäb sowas, Ochs hätte es sich verdient. Er hält den FC im Spiel. Erfurt rennt an Macht, mächtig Druck, aber die Roten mit viel zu vielen kleinen Fehlern in der Offensive. Und Saarbrücken steht ordentlich. Und wenn nicht, dann ist eben Ochs da. Kogler jetzt grimmig und die Gäste sogar mit Lust nach vorne. Schön hier abgefangen von Plut. Dann raus auf Hoffmann. Und der trifft die Torstange, da wackelt sie nochmal. Saarbrücken brennt hier kein Fußballfeuerwerk ab, aber mit so vielen Verletzten und Angeschlagenen ist diese Leistung bis hierhin aller Ehren wert. Šašić wirkt sogar ruhig sein Team nochmal im Vorwärtsgang. Korte. Und Plut, 80. Minute. In dieser Szene kann sich auch Klevin noch mal auszeichnen, aber ein 0-2 wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. So, rein in die Nachspielzeit. Und die letzte Chance hat Erfurt. Kreuzer. Und am langen Pfosten Öztürk und wieder Aluminium, also nicht zu fassen aus Erfurter Sicht. Bei dem FC ist das egal. Und dann ist das Spiel aus. Saarbrücken gewinnt mit 1-0 in Erfurt. Wir haben nicht das allerbeste Spiel gemacht, aber wenn man berücksichtigt alle Probleme, was wir haben, wir haben Dienstag einen Fight gehabt gegen eine von besten Mannschaften in Europa. Wir hatten so viel eingeschlagen und verletzte Spieler, einige angeschlagen haben, über 90 Minuten auf Platz gestanden und gefightet, gekämpft. Deswegen ein riesiger Lob und ich denke, aus den Gründen auch nicht unverdienter Sieg. Und wer mit einer solchen Rumpftruppe, und das ist im positiven Sinn gemeint, in Erfurt gewinnt, der hat sich ein dickes Lob verdient. Saarbrücken 1, Erfurt 0. Drei unglaublich erleichternde Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Also ein positiv überraschender Erfolg für den FCS, so kann es weitergehen. Am kommenden Wochenende empfängt Saarbrücken mit Kiel einen Drittliga-Aufsteiger, der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft.